Zu Beginn starteten die Falcons hier in Weiß mit einem leichten Vorsprung gegen die Herren aus Wales. Nach 5 Minuten stand es 9:6 für die Hausherren. Doch nach 5 Minuten begann sich das Match zu drehen. Bis zum Ende des ersten Viertels konnten sich die Gäste bereits 10 Punkte Vorsprung herausspielen. Im zweiten Viertel konnten die Falken leider keinen Boden gut machen. Der Abstand zu den Walesern vergrößerte sich auf 20 Punkte Rückstand. Ganz am Anfang war noch die Struktur da, aber die Energie hat trotzdem auch am Anfang gefehlt leider. Es fängt alles in der Defense an. Wenn die Defense nicht reinhaut oder nicht klappt, dann kommt die Offense meistens auch nicht ins Laufen. Im dritten Viertel gelang es nicht, diesen Rückstand wieder gut zu machen. Der Punkteabstand wurde lediglich gehalten. Der Trainer sieht die Lage trotzdem entspannt. Denn das Team ist erst dabei, das perfekte Zusammenspiel zu finden. Naja, bei uns ist ja die Rollenverteilung noch nicht ganz klar, nachdem so viele Stammspieler ausgefallen sind. Und wenn die Rollenverteilung mal auch gelebt wird, dann schaut es dann eh besser aus. Und dann fallen auch die Dreier oder dann kommt es zu Fastbreak-Punkten, dann wird es dann besser. Im vierten Viertel zeigten die Amstettner hin und wieder ihr Potenzial mit einigen Drei-Punkte-Würfen und guten Treffern. Aber die Männer vom FCN Basket Wales waren an diesem Tag einfach stärker. Sie verdoppelten den Abstand auf ihre Verfolger. Im Großen und Ganzen schon eine bittere Niederlage heute. Wir haben uns auf jeden Fall mehr erwartet. Wir haben eigentlich uns auf das Spiel eigentlich ganz gut vorbereitet. Aber es hat in der ersten Halbzeit hat einfach die Energie gefehlt und in der zweiten Halbzeit war es schon besser, aber sind wir nicht rechtzeitig zurückgekommen. Das nächste Heimspiel ist am 21. Jänner in der Johann-Pölz-Halle.